Guten Morgen aus Hongkong. Ja, ich habe mein Hotelzimmer schon verlassen, weil ich heute Morgen leider ein bisschen verschlafen hatte. Also das ist ein bisschen, ich bin um 1 Uhr mittags leider erst aufgestanden. Eigentlich wollte ich mich um 9 Uhr morgens aufmachen. Durch das Verschlafen ist leider mein Zeitplan für heute ein bisschen durcheinander gekommen. Weshalb ich mir jetzt überlegt habe, heute einfach mal ein bisschen in die Stadt zu gehen, die Stadt zu erkunden. Und ja, wahrscheinlich werde ich auch mal an den Hafen gehen. Ob ich auf die andere Seite, also aufs Festland gehe, weiß ich noch nicht genau. Das werde ich dann noch kurzfristig entscheiden. Aber als allererstes schaue ich mir hier mal ein bisschen die Innenstadt an. So, ich bin jetzt gerade hier über eine der Hauptverkehrsstraßen gelaufen. Gott sei Dank gibt es hier die Fußgängerbrücken, sonst wäre es wahrscheinlich unmöglich, diese Straße hier irgendwie zu überqueren. Aber mich wundert es irgendwie, dass dann doch gar nicht mal so extrem viele Autos fahren. Ich hätte jetzt gedacht, dass dann hier so China-typisch extrem viele Staus wären, aber bisher läuft der Verkehr eigentlich hier sogar ziemlich gut, was mich mehr oder weniger eigentlich sogar beeindruckt. Ich bin jetzt hier auch in so einem Financial Sektor sozusagen. Hier die Gebäude im Hintergrund sehen schon ziemlich beeindruckend aus. Also bauen können die Chinesen auf jeden Fall ziemlich gut. Ja, ich laufe jetzt Richtung Pier, also Richtung dem Victoria Harbour, der diese Insel hier, Hong Kong Island, von dem Stadtteil Kowloon trennt. Ich bin jetzt hier am Victoria Harbour bzw. im Tamour Park, direkt am Victoria Harbour. Der Victoria Harbour befindet sich auf dieser Seite. Ungefähr 150 Meter vom Wasser sitze ich jetzt hier in so einem kleinen Park. Eigentlich direkt von den ganzen Hochhäusern entfernt, wie man auch im Hintergrund an der Skyline auch schön erkennt. Ja, ich hätte nicht gedacht, dass man hier so einen Park wirklich 50 Meter direkt von den Hochhäusern findet. Der Park ist zwar nur relativ klein, aber hat für mich fast schon so ein bisschen Feeling vom Central Park in New York. So, ich bin hier jetzt direkt am Central Pier. Das ist sozusagen der größte Hauptpier, der die beiden Stadtteile Hongkong und Kowloon miteinander verbindet. Das Ganze befindet sich einmal hier hinter mir. Ich bin jetzt hier noch auf so einem etwas größeren Platz, denn ich werde gleich mal schauen, ob ich hier mit dem Riesenrad mitfahren kann. Ja, der Grund, warum ich aber jetzt hier noch hier unten stehe und nicht da oben mitfahre, ist, dass hier hinter mir gerade eine chinesische Werbung gedreht wird und da schaue ich ein bisschen zu. Ja, das Riesenrad ist direkt am Hafen, direkt an, wie gesagt, an den Central Pier. Hier unten stand ich eben gerade, wo die Werbung nach wie vor gedreht wird. Das ist eine Werbung für irgendeine Art Milchsorte, sage ich jetzt mal. Genaueres habe ich da nicht nachgefragt, aber ja, es war auf jeden Fall spannend dazu zu kommen. Ja, vom Riesenrad bin ich jetzt wieder unten. Die Aussicht war, wie ihr gesehen habt, wirklich sehr schön. Man hat rüber nach Kowloon gesehen, dem anderen Stadtteil, wo ich jetzt gleich mit den Star Ferries, die ihr auch von oben gesehen habt, hinfahren. Die befinden sich gerade hier rechts neben mir. Dort werde ich jetzt gleich hinlaufen und werde dann nach Kowloon rübersetzen und mir dann dort den Stadtteil ein bisschen genauer angucken. So, ich werde jetzt durch die Straßen von Kowloon laufen. Was zuallererst mal auffällt, hier ist definitiv mehr los wie auf Hongkong Island selbst. Der Grund dafür ist eigentlich ganz einfach. Hongkong Island ist mehr so das Geschäfts- und Bankenviertel, beziehungsweise auch für die Touristen, Hotels und so weiter. Und Kowloon selbst ist mehr so der Stadtteil, auf dem sozusagen das Leben sich wirklich zuspielt. Hier sind zwar auch definitiv einige Hotels, ziemlich viele bekannte Hotelketten auch, aber eben ganz wichtig auch, dass hier wirklich, sag ich mal so, der Großteil der Bevölkerung einfach lebt, die eben mal in Hongkong wohnen. Wie man jetzt sieht, bin ich definitiv
mehr in dem eigentlichen Stadtviertel von Hongkong angekommen, in dem Stadtgebiet, wo definitiv auch wirklich das Leben stattfindet. Das hier ist jetzt so das typisch chinesische Lifestyle, würde ich es eigentlich mal nennen. Ich fühle mich so ein bisschen teilweise wie auf so einem chinesischen Broadway. Überall gibt es tausenden Leuchtreklame und das Leben hier ist irgendwie komplett verrückt gerade. Es ist ein kompletter Kontrast zu dem Ort, wo ich gestern war, wo alles relativ ruhig war, obwohl da auch schon relativ viele Personen eigentlich waren. Aber das kann man natürlich nicht mit Orten wie hier vergleichen, die man eigentlich viel mehr schon mit dem Broadway meiner Meinung nach vergleichen kann. Gerade hier in Chungking Mansion, das ist ein, ich hoffe mal, dass man das so Chungking Mansion, dass man das so ausspricht. Das ist ein riesiges Gebäude hier an der Nathan Road. Das ist eine der bekanntesten Straßen hier in Hongkong, beziehungsweise hier in diesem Stadtteil eben. Das ist ein riesiges Gebäude mit gefühlt 1 Million verschiedenen Shops, die irgendwie alles anbieten, von Essen über Kleider, über Waschen, über Geld wechseln, über SIM-Karten, über Poster. Es gibt eigentlich so gut wie nichts, was man hier, glaube ich, nicht kaufen kann. Und ich suche seit 2 Minuten verzweifelt den Ausgang, weil, wie gesagt, das ist ein riesiges Gebäude, das sich über mehrere Straßen auch erstreckt, sozusagen. Ich war gerade in einem sehr schönen Park, dem sogenannten Kowloon Park. Und der Park, der ist auch mehr oder weniger mitten in der Stadt, beziehungsweise er ist genau mitten in der Stadt. Ringsrum sind ziemlich viele Hochhäuser. Und das Verrückte ist eigentlich, wenn man von der Straße aus in diesen Park reinläuft, ist auf der Straße die Hölle los. Aber sobald man in diesem Park drin ist, hört man von dem Straßenlärm nur relativ wenig. Man hört ihn zwar noch, aber deutlich weniger. Und das ist eigentlich ziemlich cool eigentlich, weil es erinnert einen total an New York, Grand Central Park. Und das Feeling ist auch ziemlich ähnlich, man hört Vögelgezwitscher und das, obwohl man mitten in der Stadt ist. Man hat so ein bisschen seine Ruhe. Ich habe auch gesehen, ziemlich viele Personen gehen in den Park, um zu meditieren oder einfach um sich zu erholen. Das sind ziemlich viele chinesische Pavillons eben, die eben ziemlich bekannt sind, die man eben von der Architektur her auch kennt. Und ja. Ich werde jetzt hier wieder den Weg zurück zum Hafen suchen, um dann mit der Star Ferry wieder zurück zu Hong Kong Island fahren und dann so schnell wie es geht wieder in mein Hotel zurückzukehren, weil es fängt, glaube ich, langsam an zu regnen. Es wird auch langsam dunkel. Wir haben jetzt 5:30 Uhr abends. Das Ganze hat wieder mal ein bisschen länger gedauert, wie man sich das eigentlich vorstellt bzw. wünscht. Wir haben mittlerweile 7:30 Uhr abends. Ich habe es leider nicht so ganz hinbekommen, mit dem Bus ans Hotel zu fahren, weil es ist irgendwie ziemlich schwierig, von der Stadt aus zu meinem Hotel zu fahren. Viel einfacher ist dagegen, vom Hotel in die Stadt zu fahren. Das ist irgendwie ein bisschen verwirrend, aber die nächsten Tage sollte ich das dann doch noch irgendwie lösen können, das Problem. Heute habe ich es überwunden, indem ich eigentlich die letzten 2 Kilometer, also 3 Kilometer vom Victoria Harbour, dann wieder zurück bin ich dann einfach mit dem Taxi gefahren. Das war dann diesmal deutlich einfacher wie sonst, irgendwie mir einen Bus zu suchen oder sogar zu laufen. Weil Hongkong ist eben, wie gesagt, extremst hügelig, was man überhaupt nicht denkt von der Stadt. Es ist teilweise nicht normal, wie hier die Straßenverläufe sind. Und die zu laufen sind rund zu Fuß, ist es ganz einfach zum Hafen hin, aber den Weg eben wieder zurück, den will, glaube ich, keiner freiwillig laufen. Und ich eben immer genauso wenig. Ja, heute versuche ich das Video ein bisschen schneller fertig zu bekommen wie gestern. Gestern hat es ziemlich lange gedauert, weswegen ich dann heute auch leider ein bisschen verschlafen hatte. Weshalb der Tag hier heute auch ein bisschen schwierig angefangen hatte, beziehungsweise weshalb ich meinen Plan ändern musste. Dafür versuche ich jetzt aber morgen dorthin zu gehen, wo ich eigentlich heute hingehen wollte, nämlich zu dem sogenannten großen Buddha. Das ist eine ziemlich große Statue, also eine große Buddha-Statue natürlich, die sich auf einer Insel befindet. Und dort möchte ich morgen hinfahren. Eigentlich wollte ich es, wie gesagt, schon heute machen. Dann wurde mir die Zeit aber ein bisschen knapp, weil das Ganze eben ein bisschen außerhalb von der Stadt ist.
und ich weiß nicht genau, wie lange ich dorthin brauche, beziehungsweise eben wieder zurück. Und das versuche ich dann einfach morgen zu machen, weshalb ich morgen auf jeden Fall ein bisschen früher aufstehen muss, wie heute einfach. Was ich auf jeden Fall noch sagen möchte, ich möchte mich auf jeden Fall mal bei euch allen bedanken, dass das gestrige Video so gut ankommt. Hätte ich nie gedacht, dass ihr mich da alle so sehr unterstützt. Das freut mich wirklich unglaublich. Dafür ein riesiges Dankeschön und ja, ich würde sagen, das war's dann mit dem heutigen Tag. Ich sag, live your life and see you tomorrow.